Die Medienerziehung erzeugt in vielen Familien die meisten Probleme. Dabei gibt es drei ganz einfache Grundprinzipien, ja, welche solche Probleme verhindern und die Medienerziehung vereinfachen können. Welche Grundprinzipien das sind, das schauen wir uns hier in diesem Video mal ganz genau an. Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und heute geht es also um diese drei Grundprinzipien, welche die Medienerziehung wirklich massiv vereinfachen können. Ja, und als erstes wäre das mal die Strukturgebung. Ja, Strukturgebung, das sagt sich so einfach. Ja, wie macht man denn das ganz genau? Ich denke, drei Sachen sind dazu elementar wichtig. Und zwar zum einen, ja, dass man die Mediengeräte, die man im Haushalt hat, dass man diese eben zentral gelagert hat. Also irgendwo zentral bei den Eltern, irgendwo an einem Ort, wo die Eltern diese eben auch einsehen können. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, aber wie soll ich denn die PlayStation oder den Fernseher jetzt irgendwo zentral lagern? Ja, da kann man natürlich die entsprechenden Stromkabel, wenn man diese Geräte nicht nutzt, irgendwo zentral lagern, wo eben die Eltern da eben auch die Kontrolle über diese Geräte, über diese Stromversorgung der Geräte quasi auch haben. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass man da ja eine gewisse Struktur den Kindern auch im Alltag geben muss, also den Kindern auch klar machen muss, hey, diese Sachen, die müssen erledigt sein, bevor es eben eine Medienzeit überhaupt geben kann. Also am besten machst du mit deinem Kind mal eine Liste mit den verschiedenen Punkten, die erledigt werden müssen, bevor es eine Medienzeit gibt. Zum Beispiel Medienzeit gibt es erst ab 16 Uhr, wenn dein Zimmer aufgeräumt ist, die Hausaufgaben erledigt sind, du etwas gegessen hast oder ein bisschen Sport gemacht hast, draußen gewesen bist, so 4-5 Punkte, die dein Kind dann eben auch übersichtlich irgendwo notiert hat und entsprechend weiß, hey, bevor ich das nicht erledigt habe, muss ich erst gar nicht fragen, ob es Medienzeiten gibt. Damit es deinem Kind eben nicht langweilig wird, wenn es nicht mit den digitalen Medien gerade beschäftigt ist, du kennst das bestimmt, dieses ja, Nörgeln von den Kindern, ja, mir ist so langweilig, wenn ich jetzt nicht am Tablet oder am Handy sein kann, ja, dann mach doch so eine Art Ideenbox oder ein Ideenglas mit verschiedenen Ideen, die du mit deinem Kind gemeinsam eben auch notierst, welche ja deinem Kind Spaß machen und welche es machen kann, die eben nicht mit digitalen Medien verbunden sind. Und somit kann dein Kind, wenn es ihm langweilig ist, diese Ideenbox, an dieses Ideenglas eben herangehen, etwas herausziehen und schauen, ob es eben Lust auf diese Aktivität hat. Und damit kann es Langeweile eben gut begegnen und du musst nicht immer kreativ hier diese Ideen für dein Kind eben quasi aus dem Ärmel ziehen. Das zweite Grundprinzip einer gelingenden Medienerziehung ist, dass die Eltern da ja ihr Mindset, ihre Haltung in Bezug auf den Medienkonsum ihrer Kinder schlichtweg anpassen müssen. Denn ja, Kinder sind, ja, schlichtweg noch nicht in der Lage, diesen Medienkonsum selbstständig auch zu kontrollieren. Das liegt daran, dass diese Medien auf das Belohnungszentrum des Gehirns einwirken, die Kinder aber noch keine hemmenden Strukturen haben, also noch keine Möglichkeiten überhaupt besitzen, gegen diese Anziehung dieser Medien, diese Anziehung dieser Belohnungen eben auch aktiv anzugehen. Das heißt, dass diese Kinder diese ja, Medienzeiten eben auch sehr schlecht beenden können, diese Belohnungen, die sie da erhalten, sehr schlecht auf später verschieben können, sondern das alles sofort eben haben müssen und deswegen diese digitalen Medien eben auch immer im Kopf haben und immer, ja, da diese sofort möglichst auch haben wollen. Und da müssen Eltern eben auch, ja, sich dessen bewusst sein und da natürlich auch entsprechend, ja, vorsichtig mit den Kindern auch umgehen, respektive da eben auch, ja, ein bisschen Verständnis zeigen für das Kind und da sich eben nicht zu sehr aufregen, das nicht persönlich nehmen. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie das Ganze eben auch funktioniert und wie Eltern da eben ihre Haltung anpassen müssen, denn viele Eltern machen da einen ganz bestimmten Fehler. Hier in diesem Video gehe ich auf diesen Fehler nochmals ganz genau drauf ein und zeige dir, wie du diesen eben auch verhindern kannst. Das dritte Grundprinzip einer gelingenden Medienerziehung, das ist die Begleitung. Ja, du sagst jetzt vielleicht, was, Begleitung, wieso denn das? Aber die Begleitung, und das unterschätzen eben viele Eltern, die ist absolut elementar für das Vertrauensverhältnis zwischen deinem Kind und dir, weil ja, nur wer mitmacht, kann mitreden. Das ist so ein Leitspruch in der Medienerziehung und eigentlich, wenn du dir das mal überlegst, dann stimmt das auch vollkommen, denn ja, wie willst du denn, wenn dein Kind etwas macht und sich für etwas interessiert, da mitreden?
mitreden können, wenn du dich überhaupt nicht dafür interessierst, überhaupt nicht, niemals da eben auch mitmachst. Und deswegen ist das Mitmachen etwas ganz, ganz Elementares für das Vertrauensverhältnis und dafür, dass das Kind, dass dein Kind eben auch ja, mit dir überhaupt auf einer Ebene kommt, in der es eben ja, dir auch zuhören kann und auch macht, was du ihm eben in Bezug auf die Medienerziehung auch sagst. Und da, ja, das kann natürlich auch ganz, ganz einfach sein. Ich empfehle dir jetzt hier gleich dieses Video anzuschauen, denn da erkläre ich dir nicht nur, weshalb das eben so elementar wichtig ist, mitzuspielen, sondern ich zeige dir auch einige wirklich wunderbare Aktivitäten und du wirst erstaunt sein, was für coole Aktivitäten es gibt, die du mit deinem Kind machen kannst. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.